Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video von Der Dicke mit der Lunte. Heute stelle ich euch einen neuen Tabak vor, und zwar einen von der Messe, den ich von Al-Wazir netterweise gestellt bekommen habe. Daher auch danke an den Michael von Al-Wazir. Und das ist der Al-Wazir Mysteryland. Soll laut Hersteller der Topseller bei Al-Wazir sein, und da gab es auch noch ein schönes Flyer dazu, in dem alle Tabaks drinstehen von Al-Wazir mit den Geschmacksrichtungen und allem drum und dran. Und hier steht dann auch Top, Core und Sub. Das heißt, die Hauptkomponente, die Nebenkomponente und nochmal was so im Nachgang, was nicht ganz so viel vorhanden ist. Und bei dem Al-Wazir Mysteryland ist drin Drachenfrucht, Eisbonbon und rote Beere. Also ganz klar abgezielt auf die Drachenfrucht, begleitend vom Eisbonbon. Und ich bin schon sehr gespannt. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Verpackung, ums Aufmachen, schauen, wie der Tabak gelagert ist. Und ja, dann schauen wir mal. Cool, wieder mit der Lasche dran. Ganz einfach zum Öffnen. Und dann habt ihr da drin die verschweißten Tabak und die Dose. Ich nehme es gerade mal raus. Die Dose, wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe, ist innen drin beschichtet. Da könnt ihr auch einfach den Tabak reinleeren. Müsst euch keine Gedanken machen, dass irgendwas ausläuft oder dass die Dose rostet. Was ich sehr geil finde. Und dann die verschweißten Tabak. Genau. Hier oben wieder ganz einfach zum Aufreißen. Zack. Offen ist es. Und dann mal. Boah, das riecht schon sehr geil. Nach Eisbonbon. Und dann seht ihr hier drin den Tabak. Ich rate euch, weil die ganze Molasse ja nach unten gelaufen ist, entweder mit einer Zange oder ihr habt so einen Spieß zum Umrühren, das Ganze einmal schön umzurühren, damit sich der Tabak auch ein bisschen vermischt mit der Molasse. Und dann bleibt es euch ganz allein über, ob ihr das in dem Zipper lasst. Ihr könnt es nämlich ein Zipper, ihr könnt es einfach wieder zumachen. Einfach wieder zack, zu. Passiert gar nichts. Oder ihr macht es wie ich, weil ich einfach gerne den Tabak schön zum Raus haben will. Ihr leert das Ganze einfach rein. Genau. So, dann riechen wir doch mal am Tabak. Ich zeige es euch gerade nochmal, wie das Ganze dann aussieht. Das sieht so aus. Und. Ja, sehr geil. Die Drachenfrucht kommt sehr gut durch. Und sehr gut begleitet auch von diesem Eisbonbon, typisch, wie man halt kennt. Also ich finde ihn geil. Zum Probieren kommen wir gleich. Gibt noch ein kleines Kopfbauvideo und dann sehen wir uns gleich. Servus und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, das kleine Kopfbauvideo hat euch gefallen. Und ich gehe jetzt noch mal kurz auf den Tabak ein. Wir haben hier sehr schön Feincut. Der Tabak hat die Molasse sehr schön aufgenommen. Gefällt mir richtig gut und wir probieren jetzt einfach mal. Also, wir haben eine sehr schöne Rauchentwicklung. Man schmeckt die Drachenfrucht sehr gut raus. Es ist schön begleitet von dem Eisbonbon. Mir gefällt es persönlich gut. Und ich kann gut verstehen, warum das der Topseller von Al-Wazir ist. Also, schon ordentliches Brett, gefällt mir. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe noch einen zweiten Tabak mitbekommen. Und das ist einer von der neuen Sorte. Den werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, macht's gut.